Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Going Medieval. So, einsamer Reisender ist da. Ich hatte eigentlich weiterlaufen lassen, ist aber nicht weit gekommen, weil der einsame Reisende jetzt halt angekommen ist. Ich hatte hier eigentlich schon eingestellt, dass Thesen und sowas machen sollen, Chroniken. Bionalu war auf Reise, ist aber schon wieder da. Asantos und Redwin sind noch nicht wieder da. Die habe ich andauernd losgeschickt wegen Lehm. Und wir haben neun Mitarbeiter, hätte ich jetzt fast gesagt. Neun Asantit haben wir sie immer genannt, ne? Neun Bewohner von Asantopia. Und zwar der Humphrey. Meisterschütze und hat zumindest 12 auf Redekunst. Ansonsten Bergbau und so ein Gedöns. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir den einsetzen. So, ich warte jetzt gerade den Händler ab. Und dann geht wahrscheinlich... Humphrey 12, Bionalu hat auch 12. Na, Bionalu. Obwohl, nee, Humphrey hatte Sterne, ne? Hat er Sterne? Nee, hat auch keine Sterne. Schade. Egal, Humphrey geht jetzt erstmal handeln. Ich hoffe, der hat was Nützliches dabei. Es sind noch immer keine Hühner angekommen bei uns. Ich habe jedes Mal fleißig Hühner mitgekauft, wenn ich unterwegs war. Aber... natürlich kommen sie nicht bei uns an. So, Honigwein, Hund. Gut, den Honigwein brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da werden wir jetzt bald aber endlich in die Produktion gehen. Moment, Kühe hat er nicht dabei gehabt. Die wollte er von uns haben. Nee, die kriegt er nicht. Rübensamen, Schafe, Kleidung. Verpackte Mahlzeiten hätte er zwei. Das ist aber, das ist doch alles Mist. Ist das doch, wolltest du eine Ziege haben? Ziege ist zu wertvoll, ne? Au, viel zu wertvoll. Ach ja, schade. Dann nimm doch ein paar Äpfel mit. Hier 100, 101 von meinetwegen. Ich hoffe, wir sind dadurch beliebt bei dir. Eine Ausrichtung auf Königreich York, sehr schön. So, Michels Hütte ist fertig, ist sehr bescheiden, aber funktioniert. Michel pennt hier auch schon, ist ausgewählt. Michel Holz. Hier ist so ziemlich alles gebaut, wollte ich gerade sagen. Jetzt wurde ich hier gerade wegkatapultiert. Wir können so langsam mal anfangen, den Wald hier zu pflanzen. Oder warten wir gerade noch, bis das hier gebaut ist? Ich glaube, so lange warten wir gerade noch. Wir müssen dann auch langsam mal anfangen. Andauernd wird man hier wegkatapultiert. Warum pennt ihr jetzt da? Das ist nicht gut, dass die Hühner hier schlafen. Gar nicht gut. Ein Rotwild, der gut, das würde kein Huhn fressen. Eine Kuh. Oh, oh, Fuchs kommt. Und Iltis auch, ne? Bist du ein Iltis? Jo. Das könnte gefährlich werden für die Hühner. Die machen sich auch schnurstracks auf den Weg. Die riechen das. Ach nee, da ist gerade ein Fuchs von der anderen Seite gekommen. Ah. Wenn das so weitergeht, werden wir nie Hühner kriegen. Wir können nur hoffen, dass irgendwann mal ein Händler es schafft, einen Huhn in unsere Siedlung zu schleusen. Ansonsten keine Chance. Es ist einmal eine Gruppe von Hühnern aufgetaucht, drei Stück. Da habe ich dann... ja, da kommen die Iltisse und killen das letzte Huhn. Es ist einmal eine Gruppe von wilden Hühnern aufgetaucht. Und die hat... also ich habe gleich draufgeklickt, hier... zähmen, damit wir welche mal endlich hier in den Hühnerstall kriegen. Aber die haben keine 10 Sekunden überlebt, dann waren die auch wieder weg. So, hier habe ich schon abgerissen. Die Lagerfläche hier können wir auch abreißen. Und hier müssen wir einen Aufgang machen. Eigentlich würde ich gerne Lehmziegeltreppe machen, aber wir haben viel zu wenig Lehmziegeln. Deswegen machen wir eine Kalksteinblocktreppe. Ruhig. 1, 2, 3, 4 machen wir ganze Breite als Aufgang. Dann kommen sie hier schneller hoch. Wahrscheinlich werden wir hier unten irgendwo Holzverarbeitung hinsetzen. Sprich Bogenbau und Holzskulpturen. Wobei ich noch immer nicht weiß, ob man Holzskulpturen vorfertigen muss und dann einfach nur hinstellen muss. Oder ob man die... quasi als Bauprojekt wie eine Wand oder so setzt. Das müssten wir herausfinden. Es wäre eigentlich ganz intelligent, wenn wir so langsam mal die Küche anfangen hier zu bauen, oder? Sollen wir vielleicht mal tun. Dann brauchen wir nämlich ein Herd. Und eine Schlachtbank.
brauche erstmal einen Herd. Herd aus Kalkstein. Eins. Ach komm, machen wir gleich zwei nebeneinander. Eins, zwei. Und eine Schlachtbank reicht zwar eigentlich, aber der Symmetrie halber machen wir einfach mal zwei. Dann brauchen wir noch Deko, ne? Wandregale. Hier unter Diverses. Keramik-Wandregal. Auf der anderen Seite wird eng, ne? Aber machen wir hier auf Ende noch. So. Haben wir hier gar kein Fenster drin, ne? Das ist ein bisschen schade. Wir sollten das vielleicht genau andersrum machen, ne? Lass uns das mal nochmal abbrechen. Abbrechen, abbrechen. So. Wo war denn jetzt der Herd? Da. Eins. Zwei, warte mal, die Wandregale müssen auch weg. So, Herd. So, so. Nicht Steinmetztisch, sondern Schlachtbank. So, so. Na, so. Keramik. Wandregale. So. Und so setzen wir mal direkt daneben. Und hier kommt noch Fenster rein. Kalkstein-Blockfenster. So. So. Können wir hier nämlich abreißen und wir können hier vernünftige Mahlzeiten kochen. Das ist, glaube ich, recht sinnvoll. Wir müssen natürlich weiterhin Leute auf Reisen schicken, um unseren Lebensbedarf zu decken. Wird nicht ganz einfach, aber gut. Ist halt so. So, wäre schön, wenn sie hier die letzten paar Sachen noch machen, dass ich den Wald hier schon mal einplanen kann. Dann kann hier vorne nämlich auch der Wald platt gemacht werden. Also mal gucken, wie wir das machen. Wir brauchen ja nicht hier so ewig viele Bäume. Ein bisschen mehr als früher, aber nicht unglaublich viel. Und mir ist aufgefallen, die Staffel wird deutlich länger als die restlichen Staffeln oder bisherigen Staffeln. Weil es einfach so viel Neues gibt, wovon wir eigentlich noch gar nichts gebaut haben. Mit Teppichknöpfen und sowas. Warum haben wir jetzt eine Fuchsherde hier drin? Sind die durch die Tür gekommen? Und die uns besuchen? Das ist ja schön. Also ist nicht so schön, wenn wir Hühner im Gehege hätten. Ich meine, haben wir noch nicht. Also ist sowieso egal. Oh, da läuft ein Hase rum. Ach nee, das ist eine Katze. Die meisten Katzen sind übrigens im Keller. Ich weiß nicht, ob sie es noch immer sind, aber in der Vergangenheit haben die sich im Keller getummelt. Oh, sind noch immer ein paar Katzen. Ich weiß nicht, ob sie die Mäuse hier weggefressen haben, ob es hier Mäuse gab. Gehe ich mal von aus, dass sie deswegen auch im Keller sind. Und mir ist eingefallen, wir müssen hier überhaupt noch ein bisschen was planen. Kopieren. So. So. Und so. Und dann kommen hier natürlich auch Holztüren rein. Und die müssen wir dann nur auflassen. So, hier oben war Honiglager, glaube ich, ne? Nahrung roh. Honig, genau, dann können wir es nämlich einfach kopieren. So. Und hier sollte Met hin. Met kann aber, glaube ich, nicht in Regale, ne? Wir können mal gerade gucken, aber ich meine nicht. Eingelegtes Gemüse, Räucherfleisch. Nee, sieht nicht gut aus. Material war es auch nicht, Samen sowieso nicht und Medizin nämlich auch nicht. Da brauchen wir einen normalen Lagerplatz. So, alles entfernen, hoch. Hatten für Fermentierung. Stimulanzien suche ich eigentlich. Medizin, Bücher, Abfallfutter, Kriegsblumen, Samen. Fällt das unter Nahrung? Mulanzien. Honigwein. Priorität hoch. Kopieren. So. So und so. Ist kein Riesenlager, aber es ist ein Lager. Da war ein kurzer Cut drin. Ja,
Kein Riesenlager, aber es ist erstmal ein Lager für Honigwein. Wenn wir denn dann mal irgendwann welchen herstellen. Erstmal muss jetzt die Küche fertig gebaut werden. Na, Schlachtbank haben sie zumindest schon mal angezeichnet. Da haben wir hin. 200 haben wir gesagt, wollen wir davon haben. Na gut. Machen wir das natürlich auch. Das können wir schon mal abreißen. Und hier warten wir erst, bis die Herde fertig gebaut wird. Brauchen wir Eisen, das sollte aber kein Problem sein. Eisen sollten wir genug haben mittlerweile. Ja, genug, ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir genug Eisenklumpen. Aber hier macht auch kaum einer was. Das liegt natürlich auch mit daran, dass viele Leute andauernd unterwegs sind. Apropos andauernd unterwegs, wir schicken gleich wieder los. Wir können eigentlich den Humframer losschicken und den Redwin. Asantus bleibt da, weil Asantus macht viel mit den Tieren. Wir haben nämlich so gut wie keine, Wolle. Bei 3 Esel soll wohl reichen. Nur ein Kilo tragen, so wenig. Dann nimm mal 4 Esel mit. Und einen Haufen Äpfel. Nehmen. Und ich glaube, die hatten nur Lehmziegel, kein Lehm. Oh, ich glaube, da waren wir noch nie. Redwin. Und Esels. Ah ne, der ist noch nicht ausgewachsen, der kann nur 100 Kilo tragen. Ein, zwei. Na, ein dritter Esel darf noch sein, wenn wir noch einen haben. Esel werden langsam auch Mangelware. Die pflanzen sich nicht wirklich fort. Und ich habe noch keinen zum Handeln gefunden. Also zum Kaufen. Oh, 300 Äpfel. Ah, machen wir mal 200 Äpfel, so reichen. So. Asantos muss hier bleiben. Wegen Wolle. Wir haben so gut wie keine Wolle auf Lager, weil keiner die Schafe schert, weil Asantus immer unterwegs ist. Und warum produziert Asantus jetzt? Was produzierst du denn? Ach, Honig. Ah, Mist. Man da eingestellt 1000. Und hier 100. 1000 ist vielleicht auch ein bisschen viel, oder? Und wenn sie erstmal einen gewissen Platz haben, dann geht's hier. Hier wird er auch nicht weiter produziert, weil wir schon über 300 sind. Hier soll die Produktion dann auch aufgehalten werden. Gut. Bibliothek wurde erstellt, das ist sehr schön. Michel schreibt. Okay. Ja, hier werdet ihr ja wohl die letzten paar Blöcke hier setzen können, wo ist da Müll drin? Ach, da ist Krams drin, deswegen geht das nicht. Ach, so ein Dreck, echt jetzt? Ihr veralbert mich doch, oder? Gut, das heißt, wir müssen uns dahin buddeln. Das ist mal richtig ärgerlich. Ich habe hier auch eine Treppe hingebaut und hier unten einen Durchbruch gemacht, weil Redwin, als ich den losschicken wollte, der hatte sich hier unten festgesetzt und kam nicht weg. So, Braunbart oder so sollte jetzt eigentlich mal buddeln gehen. Was macht Braunbart denn gerade? Betet. Oder ist unterwegs zum Beten. Ja, ich sag ja, das ist keine Siedlung, die irgendwie auf Produktivität ausgelegt ist. Weil die Wege einfach viel zu lang sind dafür. Eichenbrüder, ja, so habe ich Braunbart auch eingeschätzt. Hätte nicht gedacht, dass da Kirche der Restitution beten geht. So, eigentlich könnte man Brauerei auch langsam mal machen, ne? Obwohl, lass uns erstmal den Kram hier fertig machen. Michels Behausung erstmal fertig machen, vernünftig. So, und dann wäre es gut, wenn das abbrechen. Und dann müssen wir das rückwärts zubauen. Das würde ja schon reichen, wenn sie den Kram hier wegräumen, ne? Bob baut Blume, produziert Blume. Hier, mach doch mal. Eine freie Stelle. Wo haben wir denn Zweige gelagert normalerweise? Gehören die hier nicht mit rein? Material, Rohmaterial. Auch gehören da mit rein, aber da ist kein Platz mehr. Ach, wir haben auch kein Lager für Tierfutter, sehe ich gerade. Das wird hier auch gelagert. Oh Gott, mechanische Komponenten, Erde. Gut, Erde ist klar. Wir haben kein mechanische Komponentenlager. Das geht aber gar nicht. Das muss eigentlich hier mit zur Schmiede. Lagerplatz. So.
Alles entfernen, hoch. Material hergestellt. Mechanische Komponenten. Können wir die nämlich hier unten schon mal rausnehmen? Mechanische Komponenten können wir rausnehmen. Bienenwachs brauchen wir auch noch ein Lager für. Ach, wir brauchen so viel Lagerplatz, das ist unglaublich. Gut, wenn sie das umlagern, dann sollten sie ja Platz für Zweige haben, ne? Denke ich doch. Oder machen wir gerade noch ein Zweiglager? Ich wüsste nicht, wofür wir Zweige lagern sollten. Und vor allen Dingen nicht wo. Na gut, wenn wir eine Holz irgendwie Hütte bauen, dann könnte man das machen. So sind die Zweige alle raus. Sieht so aus, ne? Dann können wir hier schon mal wieder Erde einplanen. Selbst wenn sich einer einbaut, ist nicht ganz so schlimm. Der sollte rausglitschen, sobald alles zugebaut ist. Fällen wir die Birken hier? Obwohl, die können wir auch stehen lassen. Ne? Die stören ja nicht. Sieht ja ganz nett aus eigentlich. Iltis hat sich fortgepflanzt. So, jetzt macht das hier doch bitte fertig, damit wir Bäume pflanzen können. Ich wollte gerade sagen in dieser Folge, aber ich fürchte, das wird nichts mehr. Die Folge hat schon wieder 16 Minuten. Die haben noch nicht mal die Herde gebaut. Lacht man gerade so. Ist folgendes. Machen wir hier mal auf. Ja, hier bleiben wir auf 200 und die anderen machen wir auf 100. So. Ist folgendes. 100. Na? So, 100. So, 200. 100. Sehr schön. Das heißt, es können zwei Schlachten, falls wir zu wenig Fleisch haben. Wenn wir genug haben, müssen sie nicht. So. Die Herde haben sie noch immer nicht gebaut, aber Küche wisst ihr, wie sie aussehen soll. Und hier haben sie auch noch nicht gebaut. Das gibt's ja wohl gar nicht. Warum baut denn keiner mehr? Was macht Bob denn den ganzen Tag? Ich habe doch extra laufen lassen alles. Na, vielleicht holt er gerade Kalkstein. Ja, doch, holt er. Ja gut, die Folge hat ein bisschen überlänger, aber dann wisst ihr wenigstens gleich, wie die Küche aussehen soll. Ja, Raum. Warum zählt das als freier Raum? Ach, muss ein Herd in der Küche sein wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal von aus. Also Bob, sieh zu, dass du das noch fertig gebaut kriegst. Das würden wir jetzt gerne in dieser Folge noch sehen. Ah, Raum erstellt Küche, sehr schön. So. Küche, wisst ihr Bescheid? Es zählt jetzt schon als Küche. Zwei Herde sind auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.